Grüß euch. Wir sind hier im Alpen Family Hotel Scherer in Obertiliach auf der Alm auf 1450 Meter. Ich bin der Thomas Ebner, der Küchenchef da im Hotel. Und wir werden heute ganz ein pfiffiges, nettes, leichtes Frühlingsgericht kochen. Gebirgsbachforelle, angebeizt. Dazu machen wir eine frühlingshafte Bärlauchpolenta. Dann haben wir dabei einen Almkräutersalat und ein bisschen an Krähen. Ja, gutes Gelingen und viel Spaß dabei. Wir beginnen mit der Polenta. Wir machen das Ganze heute ein bisschen feiner, ein bisschen cremiger. Und zwar nehmen wir dazu Sahne oder einen Rahm, wie man bei uns sagt, und eine Rindsuppen oder eine Händelsuppen oder ein Gemüsefond, ein Lorbeerblattl, ein bisschen an schwarzen Pfeffer, eine Prise Cayenne und ein bisschen Salz. So, wir kochen das Ganze auf und sobald es leicht köchelt, rühren wir die Polenta langsam ein. Damit sie keine Klumpen macht, dann lassen wir die ganz kurz köcheln und dann wird die abgedeckt. Das kann man zu Hause mit einem Deckel machen, dass man die auf kleiner Stufe zieht. Da haben wir da schöne Bachforellen aus einem heimischen Gebirgsbach und den werden wir jetzt als allererstes einmal filetieren. Wenn man den selber filetiert, ist das auch eigentlich ganz eine simple und schnelle Aufgabe. Man führt das Messer seitlich hinter den Kiemen ein, dreht es dann und dann zieht man das einfach entlang der Mittelgräte vorsichtig Richtung Schwanzflosse. Und so haben wir wunderschöne Filets. Es werden dann noch die Bauchgräten vorsichtig heruntergelöst und eventuell abstehende Hautreste entfernt. Im nächsten Schritt machen wir dann unsere Beize für den Fisch. Wir starten mit Wacholder, ein bisschen Pfeffer, Fenchelsamen, Piment, Korianderkörner, Dill, eine abgeriebene Zitronenschale. Und dann wird das Ganze einfach grob zerdrückt. Salz dazu und den Rohrzucker und vermengen das Ganze dann. Mit dieser Gewürzmischung tun wir dann unsere Forellenfilets von beiden Seiten einbeizen. Das Ganze geben wir dann circa für 20 bis 30 Minuten abgedeckt in den Kühlschrank. Wir haben einen jungen Kohlrabi, dann schneiden wir vom Kohlrabi dünne Scheiben runter, aus denen wir feine Streifen schneiden. Wir nehmen unsere Wildkräuter, den Kohlrabi und marinieren das Ganze einfach mit einem hochwertigen Olivenöl. Die Gebirgsforellenfilets haben wir jetzt abgewaschen und dann werden die Filets mit ein bisschen hochwertigem Olivenöl leicht benetzt von beiden Seiten und mit einer Klarsichtfolie abgedeckt. Wir geben das Ganze dann in das Backrohr bei ca. 60 Grad Heißluft. Im nächsten Schritt machen wir unsere Polenta fertig. Almbutter, Bärlauchpeste. Unser Fisch müsste fertig sein. Ob der Fisch genau richtig ist, das sieht man, wenn sich die Haut ganz leicht runterlösen lässt. Bärlauchpolenta, das perfekt gegarte Fischfilet, unser Kohlrabi, Wildkräutersalat. Dann reiben wir noch ein bisschen an frischen Krähen drüber.